Es ist wieder soweit. Einmal im Monat zeige ich euch, was ich so aufbrauche und welche Fortschritte ich mache, die diesmal gar nicht so wirklich vorhanden sind. Aber mehr erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Mir ist es wichtig, eben in einem Videoformat auch zu zeigen, Leute, braucht eure Sachen auf. Kauft nicht nur. Nachhaltigkeit ist gerade in unserer heutigen Zeit so unwahrscheinlich wichtig, dass wir uns einfach auch bewusst machen müssen, das, was wir haben, sollten wir auch schätzen. Und das bedeutet für mich nicht, dass ich hier verschwenderisch mit den Sachen umgehe. Manche Sachen haben für mich keinen Zweck mehr. Da musste ich dann kreativ werden. Aber mir ist heute immer aufgefallen, so, die Flasche ist fast leer. Also ich habe so mein Problem auch inzwischen mit Rose. Ich mag es gar nicht mehr riechen, aber ich gebe es mir in die Haare. Ich habe Naturlocken, davon ist heute natürlich nichts zu sehen. Und ich nütze das Rosenwasser als auffrischer Stadtwasser. Es ist sehr verschwenderisch, ja, aber ich habe sonst halt einfach keine Verwendung. Ich koche nicht mit Rosenwasser, ich will es nicht mehr in meinem Gesicht haben. Dann bleiben halt einfach nur noch die Haare. Und selbstverständlich wird sowas in der Art nicht mehr nachgekauft. Das ist einfach so ein Überbleibsel aus meiner letzten Hautpflegeroutine. Ich habe mir das halt regelmäßig geholt. Und dann habe ich vor über einem Jahr, so alt ist das nämlich jetzt schon, vor über einem Jahr habe ich dann meine Routine umgestellt. Und das ist so ein Überbleibsel. So ein bisschen haben wir noch. Und dann haben wir das leer. Wir haben das letzte Mal 322 Gramm gehabt, jetzt haben wir 295 Gramm, also ein bisschen was habe ich verbraucht. Ich gehe bei der ganzen Geschichte immer nach der Reihe vor. Ein Produkt habe ich komplett aufgebraucht, das werde ich euch gleich nennen. Erstmal kommen wir zum Trockenshampoo und wenn das Trockenshampoo leer ist, das ist für mich halt jetzt, wo ich den Pony rauswachsen lasse und meine Haare halt sehr im Gesicht hängen und man halt doch auch öfters mal die Haare aus dem Gesicht macht und sie anfasst, sind die halt sehr schnell fettig. Und dann brauche ich halt sowas schon. Versuche ich halt so wenig wie möglich zu verwenden. Verwende ich tatsächlich wirklich nur im Pony und im Rest halt wirklich Heilerde, weil die Heilerde verfärbt. Die Heilerde ist im Pony nicht so gut, finde ich. 151 Gramm das letzte Mal, 138 Gramm jetzt. Wie gesagt, wenn die Flasche hier leer ist, das machen wir zusammen nur der Form halber leer, weil ich habe jetzt nochmal eine neue gekauft, kommt sowas nicht mehr rein, weil das ist für mich halt so essentiell, das brauche ich so oder so auf. Und so Sachen möchte ich hier euch natürlich nicht zeigen, sondern es sind Sachen, die so ein bisschen länger schon rumstehen, das sind Sachen, die für mich ein bisschen schwerer sind zum Aufbrauchen und es sind eben Sachen dabei, wo ich mich halt ja ein bisschen auch nicht trainiere, sondern erinnern möchte, verwende von dem Produkt mehr, weil es wichtig ist zum Thema Sonnencreme. So, und eine Sache, die mich jetzt wirklich erschrocken hat, ich habe wirklich fast jeden Tag von dieser Lippenpflege aufgetragen. Fast jeden Tag, ohne Witz. Und es ist kein Gramm draußen. Ich habe keine Feinwaage, also auf Feinebene kann ich euch das nicht abwiegen. Aber es ist kein Gramm draußen. 17 Gramm das letzte Mal, 17 Gramm jetzt. Also, das ist krass. Wie gesagt, ich habe die fast jeden Tag aufgetragen. Kann man gerade nochmal auftragen, weil im Moment habe ich so ein bisschen... Also ich bin eh kein Mensch, der irgendwie trockene Lippen hat. Deswegen verbrauche ich sowas halt auch echt wenig. Manchmal halt eben schon. Und das ist so eine Routine für mich am Abend. Halt auch nicht immer, dass ich das halt auftrage. Und ich habe die halt von nur behalten, weil ich mir gesagt habe, nur wenn du sie aufbrauchst. Und ich habe noch nie eine Lippenpflege aufgebraucht. Also das hat mich schon erschrocken, gerade beim Wiegen, wo ich gedacht habe, so, ich habe die doch fast jeden Abend aufgetragen. Aber okay. Alverde Deo. Da muss ich euch auch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich habe ja dieses Peach Deo vorgestellt. Und da ist mir leider aufgefallen, das vertrage ich nicht immer. Da kriege ich offene Stellen.
unter den Achseln. Da ist irgendwas drin, auf was ich allergisch reagiere. Ganz komisch. Und da bin ich ganz froh, dass ich das Alverde-Deo habe. Und da habe ich recht viel aufgebraucht. 9 ganze Gramm, 50 Gramm das letzte Mal. Jetzt sind es 41 Gramm und es scheint so, dass ich das tatsächlich aufbrauchen werde. Das hat sich auch in der Konsistenz, jetzt wo es kälter ist, zum Positiven verändert. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Es ist nicht mehr so cremig, es ist aber trotzdem immer noch so ein bisschen wässrig. Schade mit diesem Peach Deo. Also, ich kann es schon verwenden, aber ich kann es nicht regelmäßig verwenden, weil ich merke, jedes Mal, wenn ich es dann angewendet habe, juckt ein bisschen. Und dann weiß ich wieder, ich muss das wieder dazu nehmen. Ist ja ganz positiv, weil es will ich eh aufbrauchen. So, dann haben wir das No-Retinol. Und bei dem Retinol musste ich gerade feststellen, dass das Fläschchen leider von mir undicht ist. Gerade ausgelaufen. Das ist wahrscheinlich aus dem Deckel was rausgekommen. Retinol habe ich jetzt in dem Monat nicht ganz so viel verwendet. Bin trotzdem ganz baff, dass es trotzdem 53 Gramm sind. Also ich hatte das letzte Mal 55 Gramm, jetzt 53 Gramm, weil ich von No eine Serie getestet habe und die halt ununterbrochen halt ausschließlich genommen habe. Und das ist halt echt, ich glaube, ich habe das, wenn es hochkommt, jetzt dreimal hintereinander verwendet. Und es ist noch relativ voll, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, also solche Sachen muss ich halt aufbrauchen, weil ich eben noch ein anderes Serum testen möchte. Und ich möchte halt jetzt nicht noch ein weiteres aufmachen, weil es sind drei auf. Also eins der drei muss halt jetzt mal leer gehen. Sonnencreme. Sonnencreme ist das Thema, wo ich mich so ein bisschen erziehen möchte. Das waren gerade mal 13 Gramm Referenz, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. 67 Gramm waren es, genau. Ich habe jetzt die Referenz nur aufgeschrieben, weil ich da so geschockt war. 13 Gramm sind definitiv zu wenig. Du sollst. 1 Gramm kann man von dir nicht auftragen. Ich habe immer so einen leicht weißen Schimmer auf der Haut, das weiß ich. Es kommt halt nun mal von dem Produkt hier. Ich habe jetzt eine andere. Aber bevor ich die andere so richtig anfange, musste ich halt hier wirklich mal leer werden. Ne? Und wir sind eben gesagt jetzt bei. Also letztes Mal waren es 80, jetzt sind wir bei 67 Gramm. 13 Gramm Referenz ist halt echt zu wenig. Wenn man das auf den Monat hochrechnet. Nicht mal ein halbes Gramm am Tag verwendet und da sind auch Tage dabei, wo ich halt wirklich mich an anderen Stellen auch reingecremt habe, ja. Aber die ist halt sehr reichhaltig auch. Und von dem her, ich kann da halt nicht so viel auftragen, ohne halt megamäßig abzuglänzen. Das ist halt schon schade. Aber ansonsten ist das Produkt ganz gut, besonders als Kindercreme für diejenigen von euch, die da was suchen. Die weißelt halt nicht so. Ich habe mal eine von Weleda gehabt, die, da warst du weiß hinterher. Und da ist die schon wesentlich besser. Ne? So, und auch eine Sache, die mich ein bisschen erschrocken hat, weil die habe ich in meiner Testreihe konstant durchgenommen, weil ich eben so wenig wie möglich Ablenkung im Gesicht haben wollte. Also ich wollte eine Reihe testen. Und wollte halt nicht noch irgendwie zusätzlich zum Beispiel die Colibri-Nachtcreme dazu verwenden, weil da halt viel Inhaltsstoffe drin sind. Bin ich eben hergegangen und habe meinen Squalan verwendet, was ja auch eine gute Sache ist. Und ich habe mich heute auch mit dem Squalan eingeölt sozusagen. Das ist halt sehr ergiebig, ne? 147 Gramm das letzte Mal, 140 jetzt. Das ist echt ergiebig, das ist echt der Hammer. Aber ich mag es echt gerne. Würde es mir so in der Form jetzt nicht mehr nachkaufen, weil ich einfach noch was anderes ausprobieren möchte. Ich möchte mich mal komplett nur ans Jojoba ranwagen, wie das so auf meiner Haut funktioniert. Aber Squalan an sich ist super gut verträglich für Leute, die so richtig empfindliche Haut haben. Guck dir das mal an, weil wie gesagt, Öl ist meistens ohne Duftstoffe und ohne andere irritierenden Stoffe. Und das ist halt hauteigen. Na, also. Ich habe über Squalan mal ein Video gemacht, musst du dir mal angucken. So, dann kommen wir jetzt zu dem Shampoo vom Hautarzt.
Das habe ich jetzt auch nicht so oft verwendet, weil es halt nicht so gut ist. Also ich nehme das immer nur als Hustenreiz. Sorry, ich musste hier echt einen Cut machen. Ich habe das schon die ganze Zeit gemerkt, so mir kitzelt so megamäßig im Hals. Also, das da habe ich Anfang des Jahres verschrieben bekommen. Finde es allerdings echt nicht so gut. Meine Haare sind halt so. Ich habe schnell fettende Haare. Und das kommt halt auch vom Pille absetzen, Hormon, Ungleichgewicht und so weiter. Dann ist halt meine Hautärztin mal hergegangen und hat ein Shampoo verschrieben, was A, keine Sulfate hat, also auf Schwefelbasis arbeitet, dann keine Duftstoffe hat. Also alles, was reizt, ist da nicht drin. Aber ich kriege halt meine Haare damit nicht sauber. Durch das, dass ich feines Haar habe und eben kein dickes Haar so in der Form, hat mein Haar sehr schnell genug. Es will aber gut gereinigt werden. Ne, also wenn da irgendwelche Reste um die Haare bleiben, das ist nicht gut. Weil meine Haare ja eh schon so schnell fetten. Von dem her hat das nicht so gut funktioniert. Ich nehme es halt jetzt zum Aufbrauchen, damit es leer wird, halt als erste Waschung sozusagen. Also wenn ich zum Beispiel mit der Kopfhaut wieder Probleme habe und mein Ketozolin verwenden muss, dann nehme ich das als erstes zum Waschen, dass die Haare so einigermaßen sauber werden. Weil das Ketozolin dann doch sehr austrocknet, wenn man es zweimal nimmt. Und dafür ist es mir halt einfach auch zu teuer. Also nehme ich das erste Mal das und dann das Ketozolin, dann passt es schon. Ist fast leer schon. Und letztes Mal waren es 103 Gramm, jetzt sind es 88. Also es geht dem Ende zu. Es kann sein, dass ich es beim nächsten Mal schon gar nicht mehr zeigen muss. So, und dann haben wir die Augencreme. Die Augencreme möchte ich noch vorstellen. Da habe ich mich jetzt wirklich so ein bisschen Zeit gelassen. Das ist die von Face Theory. Und ich kann die auch echt empfehlen für Leute, die eben Augencreme brauchen, die eben so leicht trockene Haut haben, die Fältchen haben, weil sie halt super schön reichhaltig und ergiebig ist und gleichzeitig die untere Augenpartie halt so ein bisschen strahlen lässt. Also es lenkt auch so ein bisschen ab. Es ist, glaube ich, kein... Nee, Mika ist nicht drin, aber es hängt halt mit der Zusammensetzung zusammen, dass es halt wirklich hier so ein bisschen... Es wird jetzt nicht megamäßig heller, aber schon so ein bisschen. Und letztes Mal 30 Gramm, jetzt 24 Gramm. Erschüttert mich auch so ein bisschen, aber von der Augencreme brauchst du halt auch nicht so megamäßig viel. Und die habe ich wirklich mit reingenommen, weil das halt so eine Riesentube ist mit 30 Milliliter. Aber ich merke halt jetzt, es ist aufbrauchbar. Es ist ungefähr jetzt noch die Hälfte da. Und so lange habe ich jetzt auch nicht dran rumgemacht. Ich habe mir halt echt gedacht, als die noch frisch war, wie sollst du das aufbrauchen, ne? So, und dann kommen wir zu dem Produkt, was das Isana Shampoo ersetzt. Das Isana Shampoo hat sich aufgelöst, Gott sei Dank. Ist nichts mehr da. Ich möchte mir unbedingt, ich habe eine neue Parfümmarke entdeckt. Davon gibt es jetzt demnächst auch ein Video, werde ich die nächsten Tage drehen. Und davon möchte ich mir unbedingt die 25 holen. Riecht nach Coco Mademoiselle. Der Duft ist so toll und die Marke hat so eine große Qualität. Aber ich hole mir erst ein Parfüm, wenn eins von meinen leer ist. Und das ist das Cash. Ne? Also ich sprühe mich mit dem so oder so jeden Tag ein. Und leer kriegen tue ich schon, weil diese Larif muss jetzt gucken, nicht, dass sie Larif sagt, das ist das andere. Von diesen Larif-Düften, sind von der Qualität einfach nicht so gut. Wenn ich dir diese andere Marke vorstelle, da gibt es so wesentliche Unterschiede. Da riechst du einfach den ersten Moment, du riechst den letzten Moment. Ich habe jetzt nach dem Duschen immer noch das Parfüm von gestern dran, weil das einfach so gigantisch gut riecht und die Parfüms sind eben vegan, sind die hier auch. Aber bei diesen Larif Parfüms ist einfach der erste Moment einfach schrecklich. Also ich habe die ganz lange stehen gelassen, weil ich einfach im Laden so richtig erschrocken bin, weil der erste Moment ist einfach nicht schön. Der ist nicht schön, der riecht nicht gut. Und meistens war es dann immer so, dass ich zu Hause dann gemerkt habe, oh, das klingt doch gut. Welcher Duft war denn das? Dann hat es ganz lange gedauert, bis ich mir das erste geholt habe. Ist jetzt der dritte Duft von Larif, den ich habe. Einen habe ich schon komplett leer gemacht. Ist okay.
ist okay, er ist aber kaum wahrnehmbar. Wenn ich, wie gesagt, dieses andere bei mir anwende, dann werde ich auch gefragt, was hast du da dran, nach was riechst du? Bei dem kann ich so viel auftragen, wie ich möchte, man riecht es fast nicht. Und man kann es am Tag nochmal erneuern. Von dem her, ich glaube, es wird kein Problem sein, das aufzubrauchen, aber ich muss mich selber erziehen. Erst wenn die leer ist, kaufe ich mir die 25. Definitiv. Das waren meine 10 Produkte. Da wird meine Geduld gefragt sein. Definitiv. Hast du irgendwie auch so Produkte, die du dir in den Vordergrund stellen musst, dass du sie eben aufbrauchst? Na, also ich will hier nicht verschwenderisch gelten, aber ich teste halt eben auch Produkte. Ist auch eine Ausrede, ja. Ich muss mich mit der ganzen Serie auch ein bisschen erziehen, kann man an der Stelle schon sagen. Weil man braucht nicht so viel. Das braucht man einfach nicht. Und oftmals ist es bei mir so, dass ich dann was Neues habe und ja, die Sache stehen lasse. Und also die Sonnencreme kriege ich schon noch leer und den Duft kriege ich auch leer. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Mal gucken, was nächsten Monat ist, wie viel ich von dem Duft wirklich nächsten Monat aufschreiben kann, was ich da verbraucht habe. Ich bin echt gespannt, so was da aus der Flasche rauskommt. Das habe ich bei einem Duft noch nie gemacht. Absolut noch nie. Ist auch eine interessante Sache. Ich melde mich an der Stelle ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.